Wir sind die Playmobil Ghostbusters. Ich bin Egan Spengler. Ich bin Ray Stantz. Peter Venkman. Und Winston Zeddemore. Hey Spengler, bist du wieder fleißig am Forschen? Selbstverständlich, Ray. Was hast du denn gedacht? Ja, man weiß ja nie. Was sagen denn die neuesten Ergebnisse? Naja, bei dem letzten Geist gab es nicht so viel auszuwerten. Der ist uns ja vor der Nase explodiert, so dass ich nur ein bisschen Staub auffangen konnte, und das gibt leider nicht viel her. Ah, na gut, Ray. Ich werde mal runtergehen. Unten ist Albert mit seinem Hotdog-Stand. Da wollte ich mal nachschauen, ob ich mir was zu essen hole. Na gut, dann mach das mal. Möchtest du auch was? Nee, lass mal. Ich muss noch ein bisschen forschen. Sobald Ray was zu essen hört, ist er unten bei Albert und holt sich immer einen Hotdog. Schon merkwürdig. Hoffen wir mal, dass ihr bei der nächsten Geisterjagd nicht die Luft ausgeht. Und Janine, was gibt es Neues in der Zeitung? Naja, die Zeitungen sind voll, weil euch der letzte Geist explodiert ist. Sie sagen, ihr hättet damit ein Riesenchaos angerichtet. So toll fanden wir das auch nicht. Wir hätten den Geist lieber gefangen. Aber was sollen wir machen? Wir wissen auch noch gar nicht, was dort los ist. Egan erforscht das Ganze gerade und wir hoffen, dass wir dort schnell zu einer Lösung kommen. Na, das hoffe ich auch, denn solche negativen Schlagzeilen können wir ja eigentlich nicht gebrauchen. Da hast du recht, Janine, aber es dauert nicht mehr lange, dann werden sie auch wieder positiv über uns berichten. Der nächste Geist lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. Hey Albert, wie geht's dir? Oh, hallo Mr. Ghostbuster, hallo Mr. Stantz, das gleiche wie immer? Ja, Albert, eine Limonade und ein Hotdog, die anderen möchten heute nichts. Okay, wird gemacht. Und, was gibt es Neues, Egan? Hey Peter, schön, dass du vorbeischaust. Es gibt wirklich nichts Neues. Die Analyse bringt nichts. Ich weiß auch nicht, warum der Geist explodiert ist. Ach, mach dir mal keine Sorgen, Egan. Du wirst schon was finden. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Ray ist? Ach, Peter, wo sollte Ray denn sein? Hast du nicht gehört? Albert ist unten und verkauft wieder seine leckeren Hotdogs. Ha, das hätte ich mir ja denken können, dass er sich dort was zu essen holt. Ja, aber er ist bestimmt gleich wieder da. Albert, deine Hotdogs sind echt die besten. Ich weiß gar nicht, wo es sonst noch so leckere Hotdogs gibt, außer bei dir. Danke, Mr. Stantz. Das freut mich wirklich sehr. Und gerade als Ray Stantz sich wieder auf den Weg machen möchte in die Ghostbusters-Wache, erscheint im Hintergrund ein Geist. Du meine Güte, Albert, da hinten ist ein Geist an dem Haus. Ich muss schnell los. Ein Geist? Ja, Albert, behalt ihn im Auge. Ich hol schnell meine Kollegen und dann fangen wir den Geist ein. Okay. Während Ray schnell zur Wache läuft, um mit seinen Kollegen den Geist einzufangen, macht sich Slimer über den Hotdog-Stand her. Egan, wo sind die anderen? Hey Ray, jetzt beruhig dich mal, du hast ja dein Essen und dein Trinken noch in der Hand. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Unten bei Albert am Hotdog-Stand ist ein Geist. Was ist unten bei Albert? Dann trommel schnell die anderen zusammen und lass uns los. Hey Albert, da sind wir wieder. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Gut, dass du Slimer im Auge behalten hast. Bitte geh jetzt zur Seite und ich sehe schon, er hat sich über deine Hotdogs hergemacht. Danke, Mr. Stantz. Ich bin da mal ein paar Meter weiter hinten. Okay, Albert. Hey Peter, tritt zur Seite, damit Winston und ich den Geist attackieren und festhalten können. Egan Spengler, mach du dich schon mal bereit für die Falle. Und da passiert es. Der Geist verlässt den Hotdog-Stand und greift Peter Venkman an. Ich wurde vollgeslimed. Du meine Güte. Oh, Venkman, das kann auch nur dir passieren. Gut, dass du jetzt aus der Schusslinie bist. Los geht's. Alles klar, Jungs. Die Falle ist startklar. Lass die Falle zuschnappen, wir haben ihn. Albert, das wäre geschafft. Der Geist ist sicher in der Falle. Wobei es mich schon wundert, dass ein Geist hier so nah bei uns an der Wache ist. Leider musst du jetzt noch deinen Hotdog-Stand sauber machen. Ach, das ist kein Problem, Mr. Stantz. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Ja, wir werden dann jetzt mal zurück zur Wache gehen und den Geist entsorgen. Vielen, vielen Dank.
Hey Jungs, der Geist war hier so nah bei uns, dass ich ihn ganz gerne eigentlich noch näher erforschen möchte. Stört es euch, wenn wir den Geist vorerst in der Falle lassen und ihn nicht entsorgen? Bist du dir da wirklich sicher, Egan, dass du das hinbekommst? Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich den Geist in meinem Labor freilassen kann und ihn dort fest unter Kontrolle habe und ich ihn so besser erforschen kann. Oh, wie ekelig. Ich wurde vollgeslimed. Das darf nicht wahr sein. Beim nächsten Mal überlasse ich das alles wieder euch. Ihr könnt dann an der Front stehen und nicht ich. Ist das ekelig. Na, wenn du der Meinung bist, dann kannst du es gerne ausprobieren. Aber wenn dabei etwas schief geht, dann machen wir dich voll dafür verantwortlich. Das ist kein Problem, das könnt ihr gerne machen. Und ihr könnt euch sicher sein, ich werde oberste Vorsicht walten lassen. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal!